Okay, das ging jetzt ratzfatz, ey. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Richtig nice. Oh Freunde, das gefällt mir so episch gut. Die haben doch was für uns so übrig gelassen. Oh yes. So, und jetzt lasst uns mal kurz Inventar-Check machen. Also hier machen wir auf jeden Fall nichts verkehrt. Markieren als Schrott. Hier haben wir eine neue Waffe. Die ist Vektor. Okay, also unsere AK macht deutlich besseres Bild. Die Pistole ist gar nicht so gut, ey. Wir haben aber hier eine neue. Die legen wir mal an. Dann markieren wir das mal. Und das mal, damit wir auch mal ein bisschen wieder Luft reinbekommen. Die macht aber deutlich besseren Schaden als unsere Karabiner. Ich mag den Karabiner allerdings extrem gerne, muss ich sagen. 6800. Die haben wir jetzt aktuell. Dann legen wir die erstmal an. Zerlegen da das, was drauf ist. Okay, dafür kriegen wir Waffenteile. Das hilft uns, glaube ich, im Augenblick nicht wirklich weiter. Okay, aber das gucken wir mal. Die Waffe, haben wir da irgendwas? Wir haben da bestimmt irgendwas zum für die Stabilität. Nix. Magazinmod haben wir auch keinen. Da haben wir ein optisches. Alles klar. Machen wir drauf. Ne, das entfernen wir nicht von der Waffe. Das passt soweit. Ich glaube, wir haben ziemlich viel gerade zerlötet, was eigentlich gar nicht notwendig gewesen wäre. Da neue Handschuhe, die werden wir auf jeden Fall uns mal ein bisschen anziehen. Neue Westen, da können wir die alte auch als Schrott markieren. Das passt soweit alle. Okay, so. Lass mal gucken, wir haben mal relativ gutes Zeug. Die Jeans finde ich gut. Können wir uns leider so nicht sehen, ne? Wildleder, einfache Wanderschuhe finde ich bestimmt auch besser. Warte mal, müssen wir mal kurz uns anders hinstellen, um das zu machen. Ne, da finde ich die Wanderschuhe eigentlich viel cooler als das, was wir jetzt aktuell haben. Okay, Missionen wählen, Freunde. Schauen wir mal, was noch geht. Nebeneinsatz. Das ist hier unten am Hudson wieder was. Da haben wir noch einen abgeschlossenen Einsatz. Werkzeug finden wir hier. Blitzreise können wir auch mal machen. Reisen wir mal zurück zum HQ. Das mit der Blitzreise finde ich im Übrigen ziemlich nice. Und ihr seht schon, hier lädt das Ganze. Ja. Zack, und schon sind wir daheim.
nicht mehr ewig rumeiern. Wir sind gleich da. Postamt. Alles klar. Wir gucken mal, ob wir hier noch was, noch missionsmäßig was weiterkommen. Ich bin gespannt, Freunde. Ich bin mega gespannt. Kaum zu glauben, aber Rhodes sagt, die Überwachungsanlage der Polizeiakademie funktioniert noch. Können wir den Sicherheitsflügel hochfahren? Ohne Hilfe? Ich glaube nicht. Im Ernst, ich dachte, das wäre es jetzt gewesen. Ich dachte, wissen Sie was? Sie brauchen das hier! Das ist ein Gerede hier. Okay, wir versuchen den medizinischen Flügel mal ein bisschen zu pimpen. Quarantäne, brauchen wir noch 20. Impulsgebermod. Okay, da können wir auf jeden Fall mehr machen. Ich zeig mal die Missionen an. Haben wir hier noch irgendwas? Werkzeug, Stoff, Waffenteile? Wir könnten höchstens wirklich den Eingang zur Dark Zone mal erkunden gehen. Können wir da hinreisen? Nee. Da machen wir das doch einfach. Lasst uns tun, Freunde. Lasst es uns tun. Und da drüben können Sie nichts kaufen. Ah, bevor wir rausgehen. Erstmal kurzer Griff ins in die Spaßkiste. Von jetzt an erst. Also haben sie aber reichlich spät angefangen mit sichern. Okay, auf geht's. Wir versuchen in die Dark Zone zu gelangen. Da kriegen wir wahrscheinlich richtig böse auf die Nase gehauen. Halber Kilometer ungefähr entfernt. Da waren wir schon mal. Field Hospital. Immer schön scannen, wenn was geht. Immer schön mal einen Scan nach dem anderen raushauen. Du solltest schnell laufen. Der war bestimmt nicht alleine, oder? So, und da garantiert noch einer. Wer ist das denn hier? Läuft ein bisschen verwirrt rum, das macht mir eher Angst. Ach Scheiße, ach herrje. Nichts gefunden. 5 bis 9, wir sind 6, das ist ein Wort. Da könnte man halt etwas Cooleres finden vielleicht. Oh, ist das geil. Aber wir sind immer noch alleine, was ich extrem schwierig finde. Nadie está buscando problemas. Was ist denn hier drüben? Ich glaube, wir sind hier mit der Dark Zone ziemlich richtig, aber was ist denn das? Checkpoint. Wow. Okay, irgendwas kann man hier tun. Aber da dürfen wir auf jeden Fall noch nicht hin. Das ist noch geschlossener Bereich. Für uns zumindest. In der Beta jetzt. Ja, aber wenn wir da rauskommen aus der Beta, und das wird nicht mehr lange dauern, dann werden wir auch mal da reingucken. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen, so sehr, dass weder wir, noch das LMB, noch irgendwer sie aufhalten konnte. Jetzt ist es ein Niemandsland voller Menschen, die das Virus nutzen wollen, um den Fraktionen zu entkommen. Und was hinter diesen Mauern geschieht, nun, wenig davon ist gut. Okay.
Dark Zone Händler. Ich habe das Zeug, das Ihnen das Leben rettet. Gucken Sie ruhig. Ich erfülle alle Ihre Wünsche. Okay, verkaufen wir erstmal den schlimmsten Schrott. Kann man irgendwas Sinnvolles vielleicht bei der kaufen? RPK. Wir sind hier fertig. Okay. Hier scheint es nicht so cool zu sein. Warnung, Biogefährdung. Agent, ich verliere. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone. Okay, hier ist gerade richtig was los. Alter, wie krass einfach nur. Alle Spieler, die hier rumeiern. Wahrzeichen entdeckt, ne? Da wollen wir doch mal hin. Noch Checkpoint. Koreatown. Das ist auf jeden Fall spannend. Wollen wir mal zu dem Checkpoint schauen? Da wird gerade ein Drop am Gehen. Das sieht so aus, als würden wir hier rauskommen. Aus der Dark Zone, oder? Es wird sofort nicht geraten. Mögliche Nebenwirkungen der Dekontaminierung sind. Okay, das bringt uns nicht weiter, meine Lieben. Nur feindliche Agenten dürfen wir angreifen. Sonst machen wir uns zum feindlichen Agenten und die bekommen dann hier ein Freiticket. Da ist das Wahrzeichen, da ist ein Wahrzeichen, Straßensperre. Und da kommen wir raus, Abholbereich. Okay, also hier ist der Durchgang, wenn wir hier die Straße lang kommen, da ist der Ausgang. Unerforschter Bereich. Kontaminierte Zone, da könnte man natürlich auch mal reingucken. Lass uns das mal markieren. Kontaminierte Zone sind wir normalerweise immer ganz gut drin. Dem einmal, wo wir es ausprobieren konnten. Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. Irgendjemand hat mich gerade angeschossen. Entschuldigen. Sind das Agenten? Ja. Wollen wir wem auf die Fresse hauen? Oh oh. Da vorne ist irgendwas. Ich muss mich bei niemandem entschuldigen.
Kälte friert einem das Hirn ein. Ich sehe aber auch niemanden hier. Okay. Alles klar. Erst einen NPC haben wir erwischt. Okay, wir haben auch Objekte dabei. Die könnten wir jetzt retten. Eine MP7. Na, wir gehen da noch nicht rein. Wir latschen mal zum nächsten Abholbereich. Und nehmen vielleicht noch mit, was geht. Alles, was hier läuft, ist nicht okay. Da ist noch was. Irgendwas ist hier. Da. Okay, ein bisschen Munition kann uns nicht schaden. Vielleicht finden wir was zum Abgeben. Wir haben jetzt den Rang 2 erreicht. Da schrickst du echt wie ein Elch. Okay, Geschosse. Da rechts von uns geht gerade irgendwie eine mega die Luzi. Feindselig. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Kommt einer? Da ist er. Objektabholung eingeleitet. Und weg hier. Wir können es jetzt an Bord holen. Okay, die holen das Zeug ab und das haben wir dann gerettet. 15 Sekunden. Ah, super nice. Mir gefällt das, ey. Mir gefällt das so super. Was dieser Checkpoint hier ist. Paket gesichert. Abholung abgeschlossen. Na, schön, zwei Sachen gerettet. Finde ich super nice. Hier geht's runter. Ob wir da runtergehen sollten? Ich glaube schon. Da ist irgendwas Fieses.